Ja, was geht ab zu einem kurzen Update dazwischen und ich freue mich wirklich mega als Alonso-Fan, als F1-Fan und ja, vielleicht auch als Renault-Fan jetzt wieder, dass Fernando Alonso back ist. Ich wollte mal nur so ein kleines, kurzes Zwischenupdate wieder liefern. Alter, es ist wahr, Leute, er kommt wirklich zurück, es ist unbelievable, es ist einfach nur wunderschön. Und wir haben auch im Fahrerkarussell, jetzt gibt es fast keine Plätze mehr, wo Vettel Platz hätte. Also ich sehe gerade hier, welcome back Fernando, es ist perfekt, er kommt zurück, es ist soweit. Ich weiß nicht genau, wann das Video hier online kommt, aber die Emotionen sind echt, Leute, es ist einfach nur wunderbar, phänomenal, bombastisch und ich freue mich extrem. Vielleicht kann die Alonso-Renault-Bindung, die es ja schon 2005 und 2006 gab, vielleicht können die eigentlich schon früher, aber dann als Weltmeister beides. Vielleicht kann er wieder da ein bisschen mehr Schwung reinbringen, ein bisschen mehr Vibe reinbringen. Vielleicht, nächstes Jahr dann wahrscheinlich noch nicht, aber in ein, zwei Jahren, wenn er noch länger bleibt, vielleicht kann er Weltmeister werden. Das war immer sein Fault. Er ist zu Ferrari gegangen, hat es raufgearbeitet, wurde dann rausgeschmissen als Vettel und kam. Dann ein, zwei Jahre später ist der Ferrari gegangen. Hat der Ferrari funktioniert, jetzt auch bei McLaren. Ist er reingegangen, hat es raufgearbeitet, dann ist er gegangen. Hat er die Formel 1 verlassen und jetzt ist McLaren da, wo sie sind. Und vielleicht schafft es bei Renault, ein, zwei Jahre noch länger zu bleiben, dass er dann auch den Erfolg endlich mitfeiern kann, Leute. Ich würde mich wirklich freuen. Also Mercedes haben sie gestern schon bestätigt, 2021, unsere Jungs bleiben, hat der Vorstand gesagt. Ferrari ist klar, Sainz und Leclerc. McLaren ist auch klar mit Ricciardo und Norris. Dann wird es eng. Also Red Bull ist noch nicht klar. Da hätte Vettel noch einen Platz, aber da hat auch Dr. Marco schon ein bisschen andeuten lassen, dass er zu alt ist und auch nicht mehr reinpassen würde. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das für Vettel ausgeht. Ich denke mal, es kann nur mit einem Sabbatjahr oder mit einem totalen Ausstieg in der Formel 1 ausgehen. Er selbst hat am Dienstag gesagt, es gibt nur eine fixe Entscheidung, also entweder man geht oder man bleibt. Mal sehen, wie er seine Entscheidung trifft. Er hat dann, ja, bei Alpha hätte er noch eine Chance mit seinem besten Freund, mit Kimi. Aber dann wird es schon, dann wird es echt klar. Williams, ja, wie klar, die haben natürlich noch keine Fahrer bestätigt oder so. Toro Rosso, ja, aber ich meine, will er sich nochmal in so ein Juniorenteam setzen? Weiß nicht, ob ihm das recht wäre. Ich denke mal, vielleicht hat der Renault hingespechtelt, auf jeden Fall auf Mercedes, aber mit so einer Aussage, er muss jetzt echt hoffen, dass Bottas vielleicht noch patzt oder so. Dann ist das Ganze fix. Also es ist ziemlich eindeutig, dass alle Zeichen für Ruhestand stehen. Aber ja, Leute, mich würde es wirklich mega freuen, wenn ihr uns in diesem kurzen Update-Video auch ein Däumchen rumgeben würdet. Ich bin einfach mega hyped, Leute. Das sind pure Emotionen. Und wir werden in 2021 safe Renault nehmen. Also wirklich, ich kann jetzt schon sagen, obwohl ich nicht mal noch das 20er gespielt habe, dass ich einfach wirklich mega hyped bin auf dieses Game. Und ich freue mich wirklich extrem, Leute. Alonso ist back und das ist einfach nur ein Traum. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und schaut euch Minecraft auch an, was vorhin kam. Morgen kommt dann ein spezielles Formel 1 Video zu. Das letzte Mal F1 2019. So ein bisschen kleiner Review. So ein kleiner Rückblick. Bis zum nächsten Mal und ciao.